Schönen guten Abend, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Con, und heute heißt es wieder Let's Play Mass Effect. Mir ist leider ein kleiner Fehler unterlaufen, und zwar habe ich das ganze Spiel schon auf Twitch gestreamt gehabt und auch aufgenommen, nur war mir da entgangen, dass ich da kein Mikrofon aufgenommen habe, deswegen darf ich jetzt von dem letztbesten Save State anfangen, und irgendwie gefällt mir die Auflösung gerade nicht, wo es schon die höchste ist. Schon so hoch wie geht. Was soll's? Ja, ich habe jetzt dann anscheinend einen Teil übersprungen. Welcher der Teil war mit. Wie hieß es gleich? Ja, genau, die Verhandlung vor dem Gericht. Beziehungsweise vor dem Rat. Was brauche ich hier denn jetzt eigentlich? Gute Frage. Genau, ich will ja hier auf Präzisionsgewehr bei ihr auch noch kommen, also mache ich das Sturmgewehr erstmal voll. Bei Kaidan, da ist es ein bisschen was anders, da will ich ja Dechiffrierung und Elektronik haben. Das speichern wir jetzt ab. Und so, würde ich sagen, geht weiter. Mal schauen, was ich jetzt als erstes mache. Genau, ich muss einmal mit General Septimus sprechen, die Keeper scannen, die habe ich jetzt auch schon angefangen, die kam ja jetzt gerade erst. Und jetzt müssen wir Untersuchungen zu Saren anführen, beziehungsweise mit Garrus sprechen. Tja, dann wollen wir mal. Das war der erste. Deswegen im Stream ist es schon extrem gewesen, was ich da alles in die Pfanne gehauen habe. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Sachen, die ich noch nicht kannte. Ich glaube, ich werde auch nachher das ganze Spiel wieder, wenn ich wieder an einem gewissen Punkt bin, anfangen zu streamen. Das heißt, ja, das ging jetzt schnell. Zu streamen, also so, dass alle anderen wieder mitzugucken können. Im Let's Play auf YouTube wird man davon zwar nicht viel mitkriegen, aber das macht ja nicht viel. Und es wird halt ja auch auf Twitch gespeichert. Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Ich auch nicht. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Ich weiß es nicht. Bitte stören. Zu spät. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Oh, du gehst ganz schön auf den Keks. Die Dinger sind mir immer auf den Keks. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass Sie das... Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Warum bedrängt Sie der Zitadell-Sicherheitsofficer? Genau. Der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine Evangelikaner-Erlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Lassen Sie mich mit dem Zitadell-Sicherheitsofficer reden. Vielleicht kann ich Ihnen die Situation erklären. Diese Person wäre sehr dankbar für Ihre Hilfe. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Sie sollten toleranter sein. Er versucht nur, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Gerne. Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert?
Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Glauben Sie, die Entflammten würden wollen, dass sie ihre Gabe des Bewusstseins auf diese Weise nutzen? Die Entflammten wünschen, dass ihre Botschaft an alle bewusstseinsfähigen Völker weitergegeben wird. Die Entflammten hätten bestimmt nicht gewollt, dass ihre Botschaft durch das Brechen der Gesetze verkündet wird. Diese Person vernimmt die Weisheit in diesen Worten. Vielleicht hat ihr der Enthusiasmus den Verstand geblendet. Diese Person wird jetzt gehen und nicht wieder das Präsidium aufsuchen. Was ich jetzt noch anmerken möchte, dieses Spiel wird, versuche ich zumindest 100% durchzumachen. Also ich bin da sehr genau. Ich will allen Blödsinn mitnehmen, den ich kann. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Kein Problem. Da ist der nächste Keeper. Hier geht's zu den Bezirken. Also auf in Koras Nest. Es gibt so viel zu tun in dem Spiel, das glaubt ihr gar nicht. Und so viel kleine Unterhaltung in den Aufzügen. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Denken Sie wirklich, dass wir ihn da unten finden? Er spielte mir erst ein paar Runden Quasar vor der Übergabe. Fist wird sicher sauer, wenn wir den Kerl in seiner Bar hoben. Ja, nicht. Ich versuche so viele wie möglich zu scannen. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau weitermachen soll. Ob ich da tatsächlich jetzt... Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Okay. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Der hat mir einfach dazwischen gebrabbelt. Also da gefällt mir Mass Effect 2 wesentlich besser. Mass Effect 1 hat zwar eine interessante Story. Wie ist denn dahin jetzt? Ja gut, da lang wäre richtig. Bitte nicht wundern, dass ich den Fußweg gehe. Ich tue es einfach gerade, weil ich irgendwie Lust drauf habe. Weil ich habe irgendwie keine Lust auf den Citadel Rapid Transit. Bin ich gerade irgendwie nicht. Das ist der. Was? Mutter. Bam, den hat's erwischt. Wow. Der ist erledigt.
waren Sarens Männer. Ja, die mich fast getötet haben. Warum habe ich überhaupt die Handwaffe? Mal schauen, was das Inventar hier gibt. 150, die ist doch gleich viel besser. Was ist das? Das war etwas ungewöhnlich. Ja. Die Waffe hat aber weniger Präzision und weniger Überhitzung, also lasse ich die aus. Diese ist besser vom Schadensschutz her. Haben wir hier schon was drin? Nein. Bist du jetzt mal leise? Waffe von Seite packen. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. Ja, und wir müssen uns auch noch kümmern. Commander, was wollen Sie? Ja. Ich bin in Shairas Auftrag hier. Ihre Lügen tun ihr weh. Gut, Ihre Lügen bringen mich seit Tagen um. Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, warum verbreiten Sie dann Lügen über Sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ja, das habe ich jemand eingebildet. Ich glaube, ich verstehe. Aber Lügen zu verbreiten macht die Sache nicht besser. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Haben Sie jemals eine Schlacht in einer Bar gewonnen, General? Ha, Krieg! Genau so fühlt es sich an. Wie konnte es nur so weit kommen? Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Ich denke, es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Oh ja, ich weiß, wie du dich fühlst. So geht's mir mit meiner Ex, aber das ist ein anderes Thema. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Natürlich, kommt drauf an, was für Credits. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum denkt er das? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Na gut. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elkor überzeugen. Gut. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elkor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Genau, er trinkt und redet gleichzeitig. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Kaum zu glauben, dass sich ein General wegen einer Frau so aufregen kann. Das liegt nur daran. Zurück, Vrax. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin doch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Vrax. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Oh ja. Besser ist das. Hake! Allianz, Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadellsicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Wie du meinst. Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadellsicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Sarin noch immer ans Leder?
Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Noch nicht. Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Okay, aber deswegen sind wir nicht hier. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Gut. Ich verschwinde. Ja, gut, geht. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Lass ich doch. Die Hinterzimmer sind privat, reserviert für Fist und seine Freunde. Wer ist Fist? Ihm gehört dieser Club, aber die Kunden müssen vorn bleiben. Was hat der andere Kroganer gewollt? Rex? Persönliche Angelegenheit. Nicht gerade gesprächig, was? Auf Wiedersehen. Viel Spaß im Club. Danke. Ich liebe Kroganer. So schön Sarkasmus und so. Das ist mein Stil. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Puh, hier geht's ganz schön weit runter. Juhu, wieder lade kurz. Ich mag Ladebildschirme nicht. Ich glaube, ich gehe einen anderen Weg. Ich habe keinen Bock, jetzt wieder da rumzulaufen und erstmal durch den gesamten Halbbezirk. Rotlichtviertel. Sieht man jetzt schon. Also diese Ladebildschirme sind schon echt heftig. Also da freue ich mich wirklich wieder auf Mass Effect 2 und 3. Die sind wesentlich besser. Commander Shepard? Ja. Hallo, Commander Shepard? Ja. Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Für Sie doch nur. Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Okay. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Und ich sehe, ich habe Ihre Akte gelesen. Plastik sind. Wenn jemand die Korruption hier aufdecken kann, dann die Heldenfigur des skylianischen Angriffs. Okay. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Nur ich habe keine Ahnung, was für Informationen Sie brauchen. Gut, schauen wir. Ganz schön riesig. Ist das Ihre professionelle Einschätzung, Sir? Was geht denn jetzt ab? Hä? Das ist mir auch noch neu. Das ist keine Station. Das ist eine komplette Stadt. Hier müssen Millionen leben. Es ist doch utopisch, den Überblick zu behalten, wer die Station verlässt oder betritt. Jump Zero sieht dagegen aus wie ein Wohnklo. Und es ist die größte Raumstation der Allianz. Jump Zero war riesig. Aber das hier ist noch eine andere Liga. Man sieht sich nur diese Bezirke an. Wie schaffen die das nur, dass diese Massen nicht auseinanderfallen? Nun, ich würde sagen, das war's jetzt vorerst mit diesem Part hier. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Mass Effect wieder. Und ich verabschiede mich dann für heute und wir sagen bis zum nächsten Mal. Do you copy? We're under attack!
Incoming transmission from Novaria. Normandy! Are you there? OT, requesting immediate aid! Please! Request denied. Setting new course for Calistan. Many decisions lie ahead. None of them easy.